Hey, hey. Schön, dich zu sehen. Ja. Und? Wie war deine erste Woche an der Schön, aber also mein Kopf, der ist jetzt richtig voll. Der Campus, der ist auch so groß und so riesig. Also so viele neue Informationen. Oh Gott, das kann ich mir vorstellen. Das ging mir in meiner ersten Woche ganz genauso. Ja. Das Gute ist, es gibt eine ganze Reihe von Beratungsangeboten, die sich echt lohnt, von Anfang an zu kennen. Ah, ja. Das Campus einmal eins der Chancengerechtigkeit. Also da gibt es zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle, die ist im Gleichstellungsbüro und die ist für Mitarbeitende, Studierende, Angehörige der Uni quasi, wenn du Diskriminierungserfahrung hast oder beobachtet hast. Ah ja, cool. Also bei Diskriminierung kann ich mich da dann beraten lassen sozusagen. Ja, genau. Cool. Und das alles komplett vertraulich. Das heißt, nichts wird weitergegeben, was du nicht möchtest. Und auch, ob offizielle Schritte eingeleitet werden, liegt in deiner Hand. Das heißt, ob und wie vorgegangen wird, liegt komplett in deiner Hand. Und wenn nötig, können die dich auch an interne und externe Beratungsstellen weiterleiten. Und die Antidiskriminierungsstelle macht auch so Dinge wie Sensibilisierungsarbeit, Aufklärungsarbeit, aber du findest auch alles im Internet. Ja, cool. Das klingt echt super. Ja. Also mir fällt jetzt noch ein, eine weitere wichtige Anlaufstelle, sollte man vielleicht auch mal sagen, ist auch vom Gleichstellungsbüro. Das ist der Familienservice. Und dort wird allen Mitgliedern der Goethe-Uni geholfen, die jetzt Hilfe, Unterstützung brauchen zur Vereinbarkeit von Familie mit Beruf oder Studium. Ja, da war ich am Anfang ganz oft. Der Familienservice, der ist wie die Antidiskriminierungsstelle auch im Gleichstellungsbüro. Mittlerweile sind die im SKW-Gebäude auf dem Campus Westend. Du musst dort in den Gebäudeteil C, in den 5. Stock. Und dann wendest du dich am besten ans Sekretariat. Also ich wurde dort immer total gut beraten, gerade mit meiner persönlichen Situation zu Arbeits- und Studienorganisation mit Kind quasi. Ich habe dort ganz viele hilfreiche Informationen bekommen zu Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Finanzen, aber auch zu rechtlichen Rahmenbedingungen wie Elternzeit. Ja. Cool. Ja. Ist auf jeden Fall hilfreich. Ja. Es gibt natürlich auch noch den gemeinnützigen Verein Arbeiterkind. Also der hilft jetzt zum Beispiel Menschen, die so wie ich aus Familien kommen, die keine Hochschulerfahrung haben. Genau, und Arbeiterkind besteht vor allem aus Leuten, die aus ihrer eigenen Erfahrung Wissen an die erste Generation neuer Studierende weitergeben. Das heißt, besser geht's eigentlich nicht. Kommt direkt aus erster Hand. Ja, ja. Und vor allem aber auch Informationen zum Finanziellen, sprich BAföG, Stipendien, wie leiste ich mir eigentlich dieses Studium? Ja. Die Beratung, die ist wirklich total wichtig. Ich kann mich auch entsinnen, wenn ich dort hingekommen bin, hatten die immer ein offenes Ohr für mich und haben mir geholfen. Und das auch noch alles kostenlos. Und ich habe mich ja schon manchmal so gefühlt wie, ja, ich hatte das Gefühl, ich gehöre gar nicht in die Uni. Ne? Und da haben die mir total geholfen. Die haben das Büro immer noch beim Campus Bockenheim in der Gräfestraße 52. Aber du kannst natürlich auch alles wieder mal online nachlesen. Apropos online, da gibt es auch noch die inklusive Hochschule für alle Studierenden an der Goethe-Uni mit gesundheitlichen Einschränkungen, chronischen Erkrankungen, Behinderungen. Ja, auch noch wichtig. Ja. Und also wenn du da irgendwie Informationen brauchst oder Hinweise zur Barrierefreiheit der Gebäude, dann findest du das auch dort. Cool. Direkt dazu fällt mir auch noch ein, der Zusammenschluss Studium Lehre Internationales. Die konzentrieren sich eigentlich auch auf Unterstützung von Studierenden mit Behinderung. Cool da ist zum Beispiel, du kannst einen komplett individuellen Unterstützungsplan mit denen zusammen anfertigen lassen. Ich erinnere mich auch gerade an meinen ersten Beratungstermin, der war damals auf dem Campus Westend im PEG-Gebäude. Das war super. Ich habe so viele Infos bekommen zum Thema Assistenz, zum Thema Nachteilsausgleich. Und wichtig ist dabei nur, den Termin vorher zu verabreden. Das gilt aber eigentlich für alle Beratungsangebote. Ja. Klar, eigentlich. Ja. Ja. Das ist schon bei die Termine.
Genau. Cool. Ja, also last but not least könnte, also gibt es natürlich auch noch psychologische Beratungsstellen. Ah ja, genau, von denen habe ich gehört. Also gibt es da mehrere? Also es gibt einmal die psychotherapeutische Beratungsstelle und die psychosoziale Beratung der Studierenden. Ah, okay. Ja. Also ich zum Beispiel, ich hatte ja totale Prüfungsangst. Und du findest diese psychosoziale Beratung im Erdgeschoss des Hörsaalzentrums, auch hier im Campus Westend. Du kannst dich da ganz kostenlos und anonym einfach beraten lassen. Nicht nur, wenn du jetzt studienbezogen irgendwie Probleme hast, ne, Fragen oder so, sondern auch, wenn du ganz persönliche Probleme hast oder halt auch natürlich psychische Probleme. Die psychotherapeutische Beratungsstelle am Campus Bockenheim, die ist noch mal ein bisschen was anderes. Die ist eigentlich für die diagnostische Klärung da. Also Beratung von psychotherapeutischen Behandlungen oder so. Da habe ich jetzt selber gar nicht so die Erfahrung, aber du kannst das auch alles einfach wieder über die Uni-Seite einlesen. Online. Das kann sein, ich wollte das Wort nicht benutzen. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ist das Schreibzentrum und das Schlüsselkompetenztraining, was ja gerade beim wissenschaftlichen Arbeiten am Anfang, wenn man ganz am Anfang ist, besonders hilfreich ist. Mhm. Ah ja, eh cool. Puh, gut. Platt geredet. Ja, nee, danke. Nee, auf jeden Fall, das hilft mir voll. Und ich hoffe nur, dass ich alle Informationen jetzt auch in mir behalte und nicht was vergesse. Aber gut, falls ich was vergesse, dann weiß ich ja jetzt auch, wo ich nachschauen kann. Auf der Website. Hey, voll schön, dass du da bist. Ja, ja, danke euch. Super. Dann war es das jetzt erstmal mit dem 1x1 der Chancengerechtigkeit. Ja, danke euch. Ciao. Ciao. Ciao.